einleitende Worte, bevor ich das Wort übergebe an Mumia. Mumia Abu-Jamal ist seit Dezember 2011 aus dem Todestrakt heraus. Dank einer viele Städte und Länder umspannenden Solidaritätsbewegung und jahrzehntelanger, unbeirrter Hartnäckigkeit von so vielen unterschiedlichen Menschen und vielen engagierten Anwältinnen und Anwälten musste der Staat an dieser Stelle nachgeben. Nun wollen wir ihn aus dem Knast holen. Mumia kann nicht mehr vom Staat in der Hinrichtungskammer ermordet werden. Anders als die noch immer über 3000 anderen Todestraktgefangenen. Trotzdem hat der Kampf gegen die Todesstrafe im letzten Jahr gewaltige Fortschritte gemacht. Als 17. Bundesstaat hat Connecticut sie endgültig abgeschafft. Andere befinden sich derzeit in diesem Prozess. Letztes Jahr auf dieser Konferenz berichtete uns Mumias Unterstützerin Johanna Fernandez über die Isolationshaft, die die Behörden aus Rache gegen ihn verhängt hatten. Auch die konnte Mumia dank internationaler Hilfe in weniger als 7 Wochen überwinden. Anders als die weit über 80.000 Gefangenen in den USA, die der Isolationshaft dort zum Teil schon seit Jahrzehnten ausgesetzt sind. Im Sommer 2011 erhoben sich die Gefangenen in insgesamt 33 Gefängnissen in Kalifornien und forderten ein Ende dieser brutalen Praxis und die Einhaltung ihrer elementarsten Menschenrechte. Seitdem greifen Streiks und Aufstände in der Gefängnisindustrie der USA um sich und haben damit erreicht, die Aufmerksamkeit vieler Medien und immer größerer Teile der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Der größte öffentliche Wohnungsbau und Arbeitgeber kann sich für die moderne Sklaverei unter anderem Namen inzwischen kaum noch öffentlich rechtfertigen. Mumia Abu-Jamal greift häufig ein historisches Zitat von Frederick Douglass auf: "Without struggle, there is nothing." Ohne Kampf, ohne Bewegung wird nichts erreicht. Dan Berger und 3 politische Gefangene werden gleich nach Mumias Grußbotschaft an euch detailliert über die Zustände und den Widerstand in den USA berichten. Auch ihr könnt euch praktisch beteiligen. Zum einen, und ihr kennt es bestimmt schon von vorherigen Konferenzen, könnt ihr den Kampf für Mumias Freiheit durch Spenden unterstützen. Gleich werden Spendenbüchsen vom Free Mumia Bündnis in Zusammenarbeit mit der Roten Hilfe herumgereicht. Alle Spendeneinnahmen von heute gehen zu gleichen Teilen an das Committee to Save Mumia Abu-Jamal in New York, was seit Jahrzehnten seine Verteidigung bezahlt, und an Prison Radio in Kalifornien, die nicht nur Mumias Kolumnen seit 1996 Woche für Woche mit ihm aufnehmen und zum öffentlichen Download für uns alle ins Internet stellen, sondern auch vielen anderen kämpfenden Gefangenen öffentliches Gehör in den USA verschaffen. Zum anderen könnt ihr unten im Foyer, gleich an der großen Treppe, zum Postamt für Gefangene kommen. Wir haben zahlreiche Informationen zu unterschiedlichen Gefangenen in den USA für euch vorbereitet. Es gibt dort Postkarten, Briefmarken und Papier sowie Umschläge. Ihr könnt ihn gleich dort unten schreiben. Briefe aus anderen Ländern stellen nämlich einen besonderen Schutz für Gefangene dar. Viele weitere praktische Ideen zur Unterstützung erfahrt ihr vor Ort vom Free Mumia Bündnis. Ich übergebe jetzt das Wort an Mumia Abu-Jamal. System
irrevocably. They also know that capitalism is to blame, namely the crisis of capitalism, which is raging to make more and more money from any conceivable outlet. Rosa Luxemburg would have loved to be around, not just to see the effects of that crisis, but to teach the lessons of organizing and revolution grow. And while it would be premature to call some of these movements revolutionary, they are certainly radical in that they are calling into question the systems under which we live, including capitalism. In the U.S., the Occupy movement struck quite a chord simply by speaking to the stark divide in American society between the 1% and the 99%. Their slogan, "We are the 99%, cut to the very heart of the economic crises ripping through the United States. The joblessness, the government budgets being slashed, and the monstrous weight to many states of a prison industrial complex, the biggest such system on earth. Some of the crises are being thrust onto many European states, say Greece, Italy, and Portugal, just for starters. What we're seeing is the boundless appetite of capital for more capital, especially in the aftermath of the fall of the Soviet Union. These economic disruptions are having a political effect, as shown by the rise of anti-capitalist groupings, which challenge the status quo. As these contradictions in society become sharper, more people are drawn into such movements to try to redirect this social decay into more productive, more social concerns. The empire strikes back. National news reports have shown a campaign of repression against occupiers, from police assaults, beatings, mass arrests, and anti-Occupy media propaganda. First, the media ignored them. Then, when it was no longer possible to do so, they maligned them. They defended their corporate owners by missed reporting on the anti-1%ers, depicting them as silly, trifling people. Police infiltrated them at every level. Yet, they remain involved in a variety of issues in a variety of American cities. No longer as visible, and no longer amassed at open-air locations, they remain opposed to the status quo. They are searching for a way, true. But the good thing is they're still searching. They're still organizing. They're still trying to